Es heißt, kein Volk liebe den Wald so sehr wie die Deutschen. Das Rigide und Parallele der aufrecht stehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfülle das Herz des Deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er suche den Wald, in dem seine Vorfahren gelebt haben, noch heute gern auf und fühle sich eins mit den Bäumen. Auch ich war oft im Wald, um allein zu sein, zu träumen, aber auch um mit Freunden zu spielen, Becher aufzustauen, in Höhlen zu klettern, hier im Teutoburger Wald. Wie gut erinnere ich mich an das schattige Dach der hohen Bäume. Wie oft gingen meine Eltern mit uns Kindern zum Hermannsdenkmal. Wir stiegen die vielen Stufen hinauf bis in den Kopf, schauten durch die Augen in die Ferne, wir waren ja noch Kinder. Viel später erst erfuhr ich von den erschreckenden Konsequenzen deutschen Wahns. Mein Vater hatte mich in einen Film mitgenommen, der mich über den Zweiten Weltkrieg aufklären sollte. Er hat ihn auch mitmachen müssen, es hätte keine andere Wahl gegeben, sagte er. Einige Bilder kann ich seitdem nicht mehr vergessen. Wie war das möglich? Warum haben meine Eltern nichts gewusst? Warum sich nicht gewehrt? Das sind die befreiten Kinder von Auschwitz. Sie mahnen uns. Was ist aus ihrer Sehnsucht nach einer menschlichen Zukunft und einer sicheren Heimstätte in Israel geworden?